Hallo Leute! Ja, also in diesem Video geht es um meine Erfahrung mit künstlichen Nägeln und ich habe heute als totale Anfängerin damit einmal angefangen, mir welche raufzukleben. Und da heutige Ostern ist, könnt ihr euch ja denken, dass ich sie zum Osterhasen bekommen habe. Ja, und am Anfang habe ich mir gedacht, oh, warum das jetzt? Und ja, ich bin nämlich nicht so der Typ, der jetzt gern auf so künstliche Sachen steht und sich da gleich sowas drauf pickt, weil ich mir eigentlich gedacht habe, zu viel Arbeit, keine Lust drauf, komm auch mit meinen Nägeln durch die Welt und das reicht. Aber dann habe ich gesehen, dass sie wirklich, sie sind nicht so künstlich, sondern sie haben so eine Hautfarbe, dass sie nicht so extrem unnatürlich aussehen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr überzeugt. Da habe ich gedacht, okay, ich tue sie jetzt einfach rauf und probiere es aus und kann danach sagen, dass es mir nicht gefällt. Ja, ich habe das jetzt ausprobiert und bin wirklich überzeugt davon. Es ist, also jetzt für einen Anfänger, für mich nimmt es schon etwas Zeit in Anspruch, aber nicht so viel, dass ich mir jetzt gedacht habe, nein, das mache ich nie wieder, sondern eigentlich habe ich es, also mir ist das die Arbeit schon wert jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach, was ich für Nägel verwendet habe und wie ich halt geschaut habe, dass alles so natürlich und passend aussieht, weil das ist nicht so einfach. Ja, also ich habe jetzt erstes mal die Nägel von der Eigenmarke von DM. Das sind die She Style Soon Nägel, da sind 20 Stück drin in der Farbe Apricot, die ich euch wirklich empfehlen kann, wenn ihr so eine Hautfarbe habt ungefähr, dass es natürlich wirkt, weil sie sind ja rosig eher und wenn sie ganz weiß sind, dann schaut es gleich wieder ganz unnatürlich aus. Dann habe ich noch, das muss man alles einzeln kaufen, also das ist alles in einzelnen Verpackungen in verschiedenen Regalen. Und deswegen ist das nicht in so einem Totalpack zusammen. Deswegen muss ich euch zu jedem einzelnen Preis sagen. Ja, also die Nägel, die schauen so innen aus. So. Also die obere Reihe habe ich jetzt schon verwendet. Und die da unten sind die restlichen 10. Und die haben 3,50 Euro gekostet. Und das ist der Kleber dazu, den muss man auch extra kaufen, um 2,50 €. Und dann habe ich mir noch, was man nicht muss, so einen White Tip Painter dazu gekauft. Von Essence, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dazu gekauft. Und das ist einfach zum Korrigieren, falls ich mich verfeilt habe, kann ich das dann mit dem Weißen nochmal drüber fahren, dass es gleich wieder besser aussieht. Der funktioniert recht gut. Ich weiß nicht, ob wie viel der gekostet hat, aber ich glaube, er war nicht so teuer. Dann habe ich noch das Pferdefüßchen, so zum Zurückschieben der Nagelhaut. Ja, das funktioniert recht gut. Es gibt natürlich noch ganz viele andere. Ich habe jetzt eins aus Holz, aber wenn man zuerst das in 10 Minuten in heißes Wasser die Hände legt, dann weicht sozusagen die Haut auf, die Nagelhaut, und dadurch geht es viel einfacher, um das zurückzuschieben. Deswegen würde ich euch das wirklich empfehlen, dann ist es auch nicht so wichtig, welchen Entferner ihr da habt, ob der jetzt weich oder hart ist. Das ist dann egal. Dann habe ich noch so einen Knipser. Ja, das ist einfach, weil die Nägel wirklich viel zu lang sind, um damit irgendwas anzugreifen, dass ich das einfach zuerst und nicht das Weiße, den weißen Teil, den oberen Teil abgeknipst habe, sondern den unten. Das sieht man auch gar nicht, dass der abgeknipst ist oder so. Aber das Weiße ist mir sozusagen etwas zu schade gewesen. Ja, also zuerst natürlich Nagelhaut zurückschieben, ganz wichtig. Wenn die weggeschoben ist, dann im trockenen Zustand, ohne Kleber, ohne irgendwas, zuerst die Nägel rausholen und genau dreimal überlegen, ob das die perfekte Größe ist, die ihr braucht. Und wenn ihr das dann für euch gefunden habt, die Größen, dann würde ich mit dem Kleber rangehen und das wirklich schnell ganz, ganz fest draufdrücken. Es sollte nicht die Nagelhaut berühren, nicht die Haut allgemein um den Nagel, weil, ja, das ist einfach nicht so gut. Und
Ja, dann habe ich noch. Ja, wenn ihr das dann getan habt, dann könnt ihr das feilen und zurechtschneiden, wie ihr es wollt. Und dann noch mit der Feile drüber gehen, damit dann nicht solche Fransen wegstehen oder sonst was. Ja, und dann könnt ihr noch einen Lack drüber tun oder irgendwas anderes. Aber ich habe jetzt einfach keinen Lack drüber getan, weil sie so auch schon ganz natürlich glänzen. Und dann wollte ich jetzt nicht auch noch irgendwas anderes drüber tun. Ja, also insgesamt habe ich dafür 8 € ausgegeben. Und es ist, also sozusagen, es ist eine Ration für einen Monat. Und ich glaube, dass das ist jetzt nicht so teuer, dass ich mir das jetzt nie nicht mehr leisten kann oder so, weil es ist, ich finde, es ist es wert, aber insgesamt für das alles, also zum Rauftun, habe ich sicher eine halbe Stunde gebraucht. Ja, und jetzt hoffe ich, die Tipps haben euch was gebracht und viel Spaß beim Selbstausprobieren.